nur mal gucken. Das wird hier nicht funktionieren, denke ich. Mal gucken, ob ich hier so einen Tunnel bauen kann irgendwo. Wir bräuchten einmal hier bräuchten definitiv einen Tunnel, das kostet uns 600. Und der Tunnel. Der würde sogar noch gehen hier mit 280. Den könnten wir bauen. So. New City Contract, San Diego. Also noch eine neue Stadt. Yay. Hören gar nicht auf zu wachsen hier, verdammt. Dann schießen wir die hier mal an. Und dann müssen wir halt nachher jetzt hier irgendwo bei. Könnten. Könnten natürlich auch. Von hier aus abgehend. Ja. Wieder Wald im Weg. Gehen wir mal ganz locker flockig einfach drum rum. So. Gehen wir mal hier hoch. Hier ein bisschen runter. Ja, das war doof. Das ist so ein kleines Management-Spiel, das ist auch zwischendurch mal ganz nett. Und jetzt einfach noch hier hoch, zack. Jetzt haben wir halt nämlich die Verbindung zwischen San Antonio und Seattle hergestellt. 70 Passagiere wollen halt hier nach Seattle rüber. Ja, und dementsprechend holen wir, also erfüllen wir den Wunsch. Und zwar hier mit der Mediocor-Lokomotive. Factory Contract Nashville. Die wachsen also auf. Der fährt von San Antonio, fährt er nach Seattle. Und nimmt natürlich auch gleich den kürzesten Weg, was natürlich ideal ist. Haben nämlich das nämlich auch schon mal abgefrühstückt, so ein bisschen. Dann nehmen wir halt ein bisschen Druck von den Reifen da an der Stelle. Damit hier nicht die ganze Zeit hier Worse zum Beispiel auch überladen, habe ich gerade gesehen. Oder ja, Worse ist halt auch massig überladen. Wo wollen die denn alle hin hier? Die wollen nach Houston. Nach Houston gibt es aber eigentlich schon einen Weg. Ist der Zug hier nach Houston? Ja, ist er. Dann upgraden wir den mal. Packen noch ein paar mehr Passagiere ran. Oh. Ob der Waggon da so gehört, weiß ich nicht. Jetzt sieht sie da gesund aus, alles klar. So, ist sie jetzt noch? Ja, 97%. Ja, und wir überladen, alles klar. Es wollen halt massig viele Leute nach Houston rüber, beziehungsweise nach Austin könnten sie auch noch wollen. Austin ist aber noch nicht angeschlossen. Heißt, wir brauchen definitiv ein zweites Gleis hier. Darüber nach Houston, das zweite Gleis. So. Zack, das haben wir auch. Schon zu früh gefreut hier. Das weg. Nimmst du die Contact Tampa? Es wird immer mehr, ne? Sieht aber auch nicht unbedingt richtig aus, so. Ich glaube, wir müssen sie nicht. So könnte es funktionieren unter Umständen. Ja, aber doch. Wir können das auch einfach weglassen hier und weiter oben ansetzen. So. Und jetzt bauen wir den mittleren Zug. Ja, und der fährt
Und von Fort Worth bis nach Houston und los. Wartet auf freie Gleise und dann geht's ab. In Houston waren gar nicht so viele, ne? Das ist halt auch. Also Houston ist halt wirklich so eine Ressourcenstadt, habe ich das Gefühl. Natürlich müssen wir auch immer noch mal schauen. Sandy Austin, Los Angeles noch nicht angeschlossen. Fort Worth. Okay, Fort Worth immer noch. Moment. Wirklich? Ja, Tatsache. Von alle nach Seattle rüber, ne? Die wollen alle nach Seattle, verdammt. Fort Worth nach Seattle, das ist ja eine tolle Route. Wobei auch ziemlich viele immer noch nach Houston rüber wollen. Ich glaube, wenn wir die erstmal wegkriegen, dann haben wir schon mal einiges gewonnen. Dementsprechend sollten wir vielleicht mal schauen, ob wir den Zug hier upgraden können. Können wir. Einfach mal ein bisschen Leute hier wegkriegen. Und jetzt, warte mal, wo wollen noch welche hin? Wollen wir nicht alle 10 Metalizern, oder? Nee, kann nicht sein. Den können wir dann auch mal upgraden. So. Nochmal 5 ran. Prozent, alter Schädel. Schreit schon fast nach einem weiteren Zug auf der gelben Linie hier. So, und ich glaube, den Bahnhof müssen wir auch mal ausbauen gleich, weil wir haben keine freien Plätze mehr hier. Ja, da fährt er einfach mal. Nichts beidenken, glaube ich. Nichts beidenken. So, ab nach Houston mit dir. Los, 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 los. Hab die Leute weg. Sieht besser aus. Das heißt, wenn wir von Fort Worth nach Seattle hier oben wollen, dann nehmen wir auf jeden Fall diese Strecke hier. Zack, 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 zack. Und dann müsste ich hier rüber. Das heißt, wir brauchen eine Querverbindung erstmal als erstes. Und zwar zu dem hier. So. Oh, was ist denn da hinten los? Hier passiert. Brennt da? Sie brennt hier dazu. Warum? Was ist da passiert? Warum brennt der? Muss ich das verstehen? Der fährt aber von San Antonio zu Metalizer drüber. Das heißt, wir recyceln den einfach. Muss ich nicht verstehen, oder? Und du fährst von hier zu den Metalizern und los. Gut. Warum auch immer der jetzt gerade explodiert ist bzw. gebrannt hat, man weiß es nicht. Um die Strecke Fort Worth nach Seattle aber abzusichern, brauchen wir auf jeden Fall noch ein zweites Gleis. City Chronic Miami. Nice. Going to Miami. Ups, das war vielleicht einmal zu viel. Gut. Wanda. So, da haben wir ein bisschen. Wir haben jetzt auch nochmal eine Ausweich, also ein zweites Gleis. Hier kriegen wir jetzt ein zweites Gleis und ich glaube, auf der Strecke sollten wir auch gleich ein zweites Gleis setzen. Nur um sicher zu gehen.
Upsala. Noch einmal zu viel. Was sagen? Warum kann ich das nicht bauen? Dann haben wir kein Geld mehr, aber wir haben noch Geld. Zum Glück. Und den. Packen wir das hier auch nochmal mit ran. So, den Tunnel, der ist immer noch einseitig oder nur eingleisig befahrbar. Das wird auch erstmal so bleiben. Da nochmal ran. Ja, und dann müsste es eigentlich passen nach Seattle. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück nach Fort Worth, wo alles überladen ist, wo die Hütte brennt. Wir stellen fest, wir haben kein Geld mehr. Auch das ist, gut, ich meine, der Streckenbau war jetzt gerade extrem teuer. Das muss man dazu auch noch mal sagen. Das war nicht gerade günstig. Jetzt ist die Frage, warum der Zug da unten nicht fährt. Warum fährt der hier nicht? Was ist da los? Fort Worth nach San Antonio. Ja, dass es ein Bug ist. So, von Fort Worth nach San Antonio und starten. Warum startet er nicht? Müsste eigentlich passen, oder hat es hier wieder irgendwas explodiert? Nee. Komisch. Warum fährt er nicht los? Wenn wir ein rotes Signal haben. Sagen. Wir haben noch ein neues Gleis dran, oder? Bis jetzt? Vielleicht? Noch keine Lust? Jetzt geht's in beide Richtungen. Ich vermute, es war vielleicht ein kleiner Bug. Aber halb so wild. So, was sagt hier Nashville? Nashville ist ganz gut von der Auslastung, das passt soweit. Da haben wir keine Probleme. Oh, okay. Hier haben wir Züge, die festhängen. Dann bauen wir den Bahnhof nochmal einfach aus, ne? Und auch die Strecke hier vielleicht nochmal. So. Ein Wunder, dass wir kein Geld reinkriegen, wenn die ganzen Züge hier einfach Pause machen den ganzen Tag. Da wundert mich ja auch nichts mehr. Jetzt läuft es aber. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann haben wir da auch erstmal kein Problem mehr. Seattle ist auch overcrowded. Okay, alles klar. 249 wollen nach Gelb, das heißt also nach Houston oder Austin, beziehungsweise auch nach San Diego. Nach San Diego könnten wir aber, glaube ich, ja, das wäre ganz gut. Dann können wir Los Angeles gleich mit anschließen. Dann bauen wir erstmal hier in Los Angeles nochmal eine Station. Jetzt hier hoch. Factory Contact Miami. Das ist halt, also hier alles zu bedienen, das dauert, ich glaube, das ist ganz schön anspruchsvoll. Und das ist halt, wie gesagt, noch der leichte Modus. Um den Berg einmal rum. Und
Und dann... Wollten wir eigentlich nicht so bauen, das löschen wir gleich nochmal. Zack, hier hoch. Und dann nochmal eine Station hier hin. Und verbunden, sehr gut. Das heißt, wir bauen jetzt hier erstmal einen schönen Zug. Und den lassen wir jetzt fahren nach Los Angeles. Los Angeles und dann... Oh, Cities on the Route? Warum? Hä? Nach unten. Wieso kann ich jetzt nicht nach Seattle? Hm? Ach doch, ah, jetzt. Okay, alles klar. So, dann nach Seattle. Set Root Station order to Circuit or Track. Dann machen wir das Circuit, glaube ich. Aber soll im Kreis fahren, ja. Weil er müsste ja. Er soll ja halt, wenn er jetzt in Seattle angekommen ist, dann fährt er jetzt nach Los Angeles und von Los Angeles nach Seattle. Seattle dann aber erst nicht nach San Diego, sondern nach Los Angeles und dann nach San Diego. Mal gucken, ob das klappt jetzt, wenn wir es so eingestellt haben. Bin ja mal gespannt. Weil hier dann Passagiere ein nach Seattle. Er fährt und fährt und fährt. So, hält jetzt hier an. New City Contact Omaha. Ja, super. Wird immer mehr. Und jetzt hat er, jetzt hält er hoffentlich in Los Angeles an. Mal gucken. Da bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt, ob ich jetzt richtig gedacht habe oder ob ich einen kleinen Gedankenfehler habe. Das kann natürlich auch sein. Na komm. Er fährt durch. Okay. Dann stelle ich die Route mal auf den Circuit, ja. So. Total überlastet, San Diego. Total überlastet. Könnte man eigentlich noch einen zweiten Zug bauen. Also fährt auch mal eine Strecke nach Tampa. Also eine Autostrecke, meine ich. Fahrzeug, ich glaube, weil das Airfield und Airship Dock kostet halt ordentlich Kohle. So viel Geld haben wir definitiv noch nicht. Hält er jetzt hier in Los Angeles? Hier müsste er halten, genau. Da lässt er jetzt die Passagiere auch raus. Wir könnten die nochmal, um die ein bisschen Entlastung schaffen. Bauen wir nochmal. Nochmal ein zweites Gleis. Und zwar holen wir nämlich hier einen Zug, mal hier mit 7 sogar, und schicken den jetzt von Los Angeles nach San Diego. Ah, er hält hier übrigens an. Sehr gut. Wunderbar. Er hält jetzt auch 140 Passagiere mit. Das ist schon mal gut. Wir brauchen auch immer noch welche, die nach Seattle dann rüber. Das heißt... Hier sind die Metalizers. Auf die Station könnten wir nochmal... Ah, können wir nicht. 1400 brauchen wir dafür. Das heißt, hier
gehen vom Bahnhof weg. Gehen hier nochmal eine Strecke hoch. Factory Contact San Diego, ja super. Die sind jetzt also auch mit dabei. Und gehen jetzt hier nach Los Angeles rüber. Haben wir denn? Ne, Metal Angels. Angels haben wir noch nicht. So, haben wir die nämlich auch mal angeschlossen. Das haben wir geklärt. Können wir auch gleich eigentlich wieder zweigleisig bauen hier. So. Ah, Factory Contact Los Angeles, alles klar. Oh Mann. So, hier nochmal. Das auch. Und dann hier. Halt auch. Ist halt super simpel und einfach zu bauen, das Ganze. Das ist halt echt schön gemacht. Zugeben, muss auf die Grafik so ein bisschen stehen, also ein bisschen diese Polygone. Das ist halt ein kleines Management-Ding halt einfach. Und hier kommen jetzt halt ein Zug. Für, ja, kommen wir gleich für 1.8 ein. Und schicken den jetzt von Los Angeles zu den Metalizern rüber. Und los. Und da fährt er auch schon. So, hier im Zug wieder ein Problem. Ja. Ging wahrscheinlich gar nicht so einfach gelöst, ne? Nicht so aus. Das heißt, wir testen mal. Und zwar kopieren wir den Track. Recyceln den jetzt. Upgraden die Station nochmal. und holen uns jetzt einen neuen Zug. Pasten den Track und sagen starten. Also, ich glaube, das funktioniert. Jetzt sollten wir hier auch nochmal so ein kleines Wechselgleis einbauen. Ich auch nicht bedacht. Dass das ein Problem werden könnte. New City Contract Columbus. Aber so sollten wir genug Wechselrouten haben, damit die Züge halt auch hin und her wechseln können, falls sie irgendwo mal festhängen. Also wenn es hier nicht genug Signale gibt, dann weiß ich auch nicht mehr. Das sollte jetzt eigentlich locker reichen. Aber die Stadt ist halt auch schon wieder komplett überfüllt bis zum geht nicht mehr. Ne? Weil sie wollen alle nach Austin. Haben wir denn eine Strecke nach Austin? Nee, haben wir nicht, ne? Okay. Dann schließen wir Austin mal an. So. Hier irgendwo ein Zugproblem, sehe ich gerade.
Das passt hier nicht gerade, sehe ich. Hier passt das nicht. Er zeigt doch eigentlich an, dass er es bauen kann. Halt so. Okay, wo stehen denn hier die Züge? Hier. Warum kommt der jetzt hier nicht weiter? Jetzt kommt er weiter. Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Muss ich nicht. Aber jetzt sind hier gleich nochmal ein kleines Ausweichgleis rein. Und hier auch nochmal eine kleine Kurvenverbindung. Vielleicht war das ja das Problem gerade. Hatten wir jetzt Austin? Genau, Austin haben wir. Genau, Austin fährt auch schon Zug. Ja, hier ist Pittsburgh. Austin wollten wir noch gucken. Hat, glaube ich, noch keiner bisher. Holen wir uns da gleich mal einen richtigen Zug. Für 3000. Very fast Lokomotiv mit 6 Anhängern und was? Wir können uns die nicht holen? Nicht groß genug der Bahnhof hier? Den vielleicht noch erstmal ausbauen. Dann müssen wir warten, bis wir wieder Geld haben ein bisschen. Oder können wir die nur upgraden vielleicht? Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. So, Kohle haben wir jetzt. Können wir aber immer noch nicht kaufen, alles klar. So, 7. Können wir nicht upgraden, alles klar. Vielleicht gibt es den auch noch nicht. Das kann natürlich auch sein. Du fährst nach Fort Worth und startest jetzt bitte. Right. Gleich wieder die Ausweichgleise. So, von dort auch nochmal. Rüber. Hier hin. Fantastisch. Ach Gott, warum ist denn hier... Gab es denn hier einen Unfall? Okay, Copy Trick. Den löschen wir. So. Ein neuer Zug. Wohl falsch gepastet, ne? Der steht hier auch schon wieder. Warum auch immer hier steht. Ich weiß nicht, was hier los ist. Hier das Problem ist. Der Station. Upgrade hat auch nichts geholfen. Vielleicht. Hat auch nichts gebracht. Das hat geholfen. Warum auch immer. Okay. So, und der hier. Fährt nach Los Angeles. Los Angeles dann nach Seattle. Gut los. Ja, gut. Okay. Das sieht ein bisschen falsch aus, aber pendelt sich wieder ein. Das war die kurze Vorstellung. Waren jetzt am Ende 3-4 Folgen von dem, wir speichern an dieser Stelle mal. Von Metalizer. So.
von Transport Services, genau. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das Video mögt oder es euch gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, denkt an die Glocke und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt zum Spiel, schreibt es unten in die Kommentare rein. Bis bald, sagt Sir Metalizer.